kenne ein paar Jungs, die nicht auf Bundesliga-Level, aber auf einem recht hohen Level kicken. Und da muss ich sagen, bin ich immer überrascht, also wie sehr die sich doch auf ihr, sag ich mal, reines Talent verlassen. Da ist vielleicht einmal ein Proteinshake und dann aber irgendwie freitags doch noch die Shisha rausgeholt. Hi Patriots-Fans, Do Your Job mit Sebastian und Jakob ist wieder da. Heute geht es um Ernährung. Weshalb Jakob ab und an mal lieber Fußballer wäre und was bei den Patriots sonst noch so auf den Tisch kommt, das erfahrt ihr heute. Essen für 53 Spieler im aktiven Kader, die Spieler im Practice Squad und das ganze Betreuerteam. Bei den Patriots essen jeden Tag über 100 Leute, mit ganz unterschiedlichen Körpern und Geschmäckern. Gar nicht so einfach, das Richtige für schnelle Fullbacks und riesige Linemen zu finden. Da du ja gerade mitten in der Saison bist, ist halt immer die Frage, ich glaube für so NFL-Fans, vor allen Dingen in Deutschland, die sehen da glaube ich die Chicken Wings, die Biere, die alles mögliche. Ist die Nutrition, ist der Ernährungs, wie man sich ernährt, anders bei dir als der typische, sagen wir mal, Fan, der am Sonntag, wie gesagt, 30 Chicken Wings sich reinknallt? Ja, also am College ist es noch so, dass du ein bisschen alles Mögliche isst. Ja, also wir haben im College Pizza gegessen, Chicken Wings, alles, was uns vor die Finger gekommen ist, aber bei mir ist schon mittlerweile so, dass ich das dann merken würde, also im Training mit der Inflammation und wie sich dein Körper einfach anfühlt. Das heißt, ich versuche da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist nicht so, dass ich jede Kalorie in einzeln zählen muss, also ganz so krass ist bei mir nicht. Ja. Aber ich schaue, dass meine Teller und immer recht gut aussehen, dass da genügend Farben dabei sind, genügend Protein und dass ich eben genügend Mahlzeiten über den Tag verteilt esse, dass ich meine ganzen Kalorien und Protein drin habe. Die Köche und das Ernährungsteam sind rund um die Uhr für die Spieler da. Und wenn das mal nicht geht, hat Jakob Johnson einen beinahe unfairen Vorteil. In der Offseason, da habe ich Glück ein bisschen. Meine Freundin studiert Ernährungswissenschaft. Das heißt, die kann ich immer anwenden, um Ernährungspläne zu machen. Und die hat sich auch gerade in der Corona-Offseason komplett darum gekümmert, dass ich nicht irgendwie aus allen Fugen rauswachse. Quasi, sagen wir, du hast irgendwie, keine Ahnung, Pizza, viel Käse, Pepperoni, alles drauf, Cola dabei. Merkst du das am nächsten Tag im Training? Oder so, auf jeden Fall. Also ich besonders würde ich sagen, ist bei so Sodas, also alles, was zuckriges, Coca-Cola-mäßiges, also das merke ich schon recht schnell. Pizza oder sowas geht schon vielleicht einmal. Das dann mehr so, okay, wie ist es mit meinem Körpergewicht? Ich bin jemand, ich kann recht schnell Gewicht zulegen. Ja, das heißt, ich muss halt dann immer schauen, dass ich da nicht übertreibe mit meinem. Kannst du Gewicht auch schnell wieder runternehmen? Also runterfahren? Also geht's beide Richtungen? Aber. Es ist echt, also ist eine Qual. Also wenn ich Gewicht verlieren will, dann sage ich, okay, dann ist Abendessen bei mir eben halt irgendwie nur Fleisch und Salat. Ja. Und dann geht mein Gewicht recht schnell wieder runter, aber ist halt, dann habe ich echt keinen Spaß am Leben. Ich brauche irgendwie die Carbs, ich brauche Pasta, Rice, Potatoes. Gibt's alles bei den Patriots. Durch Corona allerdings nicht mehr für alle gleichzeitig. Eine riesige Herausforderung, vor allem für den Teamgeist. Vor Corona war das so richtig wie eine Cafeteria mäßig. Also du kommst rein, hast dir dein Essen auf den Teller gelegt und hast dich mit deinen Jungs hingesetzt. Ja. Jetzt musst du das Ganze über eine App sozusagen bestellen, dass sie dein Essen sozusagen in eine Box tun können und dass das Ganze dann dass du nicht irgendwie über das Buffet drüber hustest oder drauf atmest. Das heißt, jetzt ist es ein bisschen verteilter. Also es gibt immer noch so ein bisschen eine Samstagmorgen-Gruppe oder der Freitag, Fat Friday, ist immer noch, gibt es immer noch, da gibt es immer so die Gruppen, wo du dich zusammensetzt. Aber das Gefühl, der Offensive Line ist da gerne zusammen. Und, Die Jungs kennen sich. Ich erinnere mich vage daran. Ist aber der Vorteil, wenn du 150 Kilo wiegst, dann macht es nicht den großen Unterschied, ein Kilo zu gibt es was, das du da besonders magst? Also zu meiner Zeit, wir hatten, das heißt zu meiner Zeit, ist noch gar nicht so lange her, aber am Anfang, sag mal, als Ted halt kam, uns das erste noch mal ein bisschen umgestellt, dann wurde halt sehr organisch, sehr gesund. Er macht die Patriots gesund. Ted Harper, ehemals Ernährungsberater von Elitesoldaten der US Army. Seit beinahe 10 Jahren organisiert er die Verpflegung in Foxborough.
So this is our team field kitchen. This is where all of our food largely comes out of. Everything is exclusive to this room. So this is our in-house crew that I'm very fortunate to have. Bison stew. Mehr als 70 Kilogramm Fisch und Meeresfrüchte, knapp 80 Kilogramm Rindfleisch, Unmengen an Gemüse. Alles von bester Qualität. This is delicious. Diese Unmengen an Essen verarbeitet die Patriots-Küche jede Woche. Denn ein Footballer braucht viel Energie. Die individuellen Ernährungspläne sind dabei ganz auf die aktuelle Phase der Saison zugeschnitten. Whether we're in, you know, off-season is three meals a day for the team. Training camp is 4 to 5 a day. And then in-season is always, it's usually 4. So in-season, breakfast, pre-practice, meal, post-practice, lunch, dinner. Bei dieser Auswahl findet wohl jeder sein gesundes und gehaltvolles Lieblingsessen. Auch unser deutscher Fullback. Da gibt es noch was, was du quasi so am liebsten, was dein Go-To ist während der First Day? Ja, also ich versuch immer nicht zu übertreiben. Ja? Also ich versuche nicht zu übertreiben. Freitags ist immer, ich meine, es ist immer ein super Gefühl, wenn du reinkommst vom Training am Freitag. Ja. Der harte Teil der Woche ist vorbei, die ganze Vorbereitung ist drin. Und also ich schnappe immer ein bisschen, wir haben Sushi immer am Start. Da, ja. Das ist so immer das Gesunde sozusagen, was ja. Ich mir was greife. Und dann ein Cheeseburger oder sowas ist dann aber ja. Schon auch drin. Boston, berühmt für Lobster und Streetfood. Für den Pizza-Enthusiasten Jakob aber ein schwieriges Pflaster, trotz des reichhaltigen Angebots. Ich bin nicht der größte Fan von der Pizza hier im Nordosten. Also ich weiß nicht, ob ich da von den Italienern in Deutschland irgendwie verwöhnt wurde, aber das ist irgendwie die Pizza hier oben ist sehr amerikanisch, würde ich sagen, auf jeden Fall. Einiges an Käse immer drauf, ja. Immer schön dick. Das ist nicht so ganz meins. Die Kraft muss irgendwo herkommen. Und die Verletzungsgefahr ist riesig in der NFL. Auch deshalb spielt das richtige Essen eine so wichtige Rolle in Foxborough. Glaubst du, ein Footballspieler ernährt sich anders als ein, keine Ahnung, Soccerspieler? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Also ich kenne ein paar Jungs, die nicht auf Bundesliga-Level, aber auf einem recht hohen Level kicken. Und da muss ich sagen, ja, bin ich immer überrascht, also wie sehr die sich doch auf ihr, sag ich mal, reines Talent verlassen. Ja? Also da wenig Strength and Conditioning betrieben, wenig irgendwie bestimmte Ernährungssachen oder sowas. Da ist vielleicht einmal ein Proteinshake und dann aber irgendwie freitags doch noch die Shisha rausgeholt oder so. Also das war wirklich, kenne ich, ist was anderes. Wo ich sagen muss, da ist Football einfach zu, da sind zu viele, du kriegst direkte Konsequenzen, würde ich sagen, im Football. Ja? Also im Football, wenn du da irgendwie mal wirklich eine Woche lang einfach alles schleifen lässt, dann spürst du das auch und dann hast du halt echt das Risiko direkt am Spieltag, dass du da dann eine größere Konsequenz hast. Also, dass du dich verletzt oder dass du deinen Job so schlecht machst, dass einer von deinen Teammates sich verletzt. Ja, und okay. Da muss ich sagen, da will ich eben nie irgendwie das Gefühl haben, dass ich da irgendwie was hätte anders machen können. Ja. Wenn ich mit Football dann mal durch bin, dann hole ich mir meine Ernährungstipps bei dir ab. Weil ich habe gehört, die Falle ist immer, alle, die dünn sind während ihrer Football-Karriere, werden dick, sobald sie retiren. Und die ganzen dicken Jungs werden dünn, sobald sie retiren. Also. Ich habe damals Olivenöl getrunken, like in Esslöffeln, 120 Kalorien pro Esslöffel. Weißt du, die Avocados so reingehauen und oben mir trocken gegessen, einfach nur, damit die Kalorien halt reinkommen. Irgendwann hast du da halt keinen Bock. Du denkst halt, ja, okay, muss nicht sein. Genau, dann hörst du halt irgendwann auf und denkst halt, okay, vielleicht ein Brötchen anstatt 6 ist vielleicht auch okay. Ja. Und dann, aber naja. Und im Alter, Jakob, im Alter tun dir Knie weh, von daher. Also, hey, mach's gut. Alles klar, ciao. Ciao.